Thank you.
Thank you.
Thank you.
Was vorbereiten, meine Vorträge für RAF, Teil 1 Germany Next Spezial, Abschlussbericht, Teil 2 Es kaisert, Abschlussbericht, Teil 3 1000 Jahre Menschheitsgeschichte, Abschlussbericht, Teil 4 AI Manhattan Projekt, Teil 5 Terrormanagement, Teil 6 Dallas Spezial, alle Täter aus Dallas, Spezial. Die 7 wird mit dem Hajo in Spezial zum Kaiser. Die 8 wird mit dem Alderon in Spezial. Aber die normalen Terrormanagement, Dallas, AI Manhattan, 1000 Jahre Menschheit, Germany Next und es kaisert. Könnte passen für den Anfang. So. Das Gute ist, ich muss 1, 2, 3. Das muss das 1000 Jahre Menschheitsgeschichte muss ich vorbereiten, die Bilder raussuchen. Ansonsten ist alles theoretisch schon fertig. Das ist praktisch für mich. Da muss ich nicht viel machen. So, das heißt jetzt im Umkehrschluss, ich stecke jetzt hier die Webcam an und zeige eben meinen Bauch. So, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Perfekt. So. Da müsste ich jetzt alles haben. Klamotten habe ich gekauft, weil meine Waschmaschine immer noch kaputt ist. Und die anderen Klamotten zu dünn. Und die Klamotten, die ich noch hatte, sind jetzt Lavendel kontaminiert. Also war ich einfach im Kick.
Oh, geht schon. Übergangsweise. Dann die Vorträge sind fertig. Mein Fahrer ist organisiert. Jo, Fatsch. Theoretisch. The End of the History Books, Teil der In Your Face Tour. Make the Westen sexy again. Ja, also, wer dabei sein will, ich weiß noch nicht, wann die Tour da hatten. Also, ich weiß schon wo, aber ich weiß noch nicht ganz genau wann. Das sage ich dann meistens am selben Tag erst, damit wenig Zeit zur Gegenreaktion der Antifa etc. ist. Habe jetzt auch in Dresden eine Location, wo 200 Leute reinpassen, wo ich immer im Monat machen werde. Nur für Dresdner. Dann Meißen, Jena, Erfurt, Eisenach, irgendwo in Stuttgart, Losenheim sowie Budweis und Hof, Schaffhausen, irgendwo in der Schweiz nochmal bei Stettin und Raabs. Und irgendwas hatte ich noch vergessen. Erfurt, glaube ich. Kein Plan. Der Bedarf ist extrem hoch nach mir, so scheint es. Von daher gefällt mir das eigentlich relativ gut. Habe ja erst 50 verschiedene Vorträge gehalten. Für die, die es nicht wissen, jedes Mal, wenn ich in Raabs bin, halte ich einen anderen Vortrag. Ich habe noch nie dasselbe erzählt. Auch diesmal, ja, gibt es so gesehen 6 brandneue Vorträge. Wer hier regelmäßig zuguckt, der kennt das meiste schon, aber jetzt nie so in der Form, wie ich es dort präsentiere. Hier ist immer Vorbereitung und Vorspiel. Raabs ist dann immer Presentation. Und da das AI Manhattan Projekt so genial ankam und der Raum, also ich habe das AI Manhattan Projekt im kleinen Raum präsentiert, weil ich erst am nächsten Tag im großen war. Der war gerammelte voll, der auf der Hauptbühne hatte so das Kotzen. Die war komplett fast leer, haben 10 Leute ihnen zugehört, das tat mir frisch leid, weil die waren alle bei mir im kleinen Raum drin, habe ich mich reingequetscht. Aber so ist es nun mal. Ne? Gegenveranstaltung zu V ist immer blöd für denjenigen, der dann ran muss. Deswegen wird es sinnvoll sein, das Ganze so zu strukturieren, dass niemand zur gleichen Zeit wie ich, weil es wäre Schwachsinn, es wäre blöd für ihn, außer Dr. Kohemi, der darf gleichzeitig mit mir, weil er ist eh ein Idiot und Lügner, von daher passt das. Ansonsten, was hätte man noch zum Vorbereiten? Der Alderon wird an meinem Geburtstag in Raabs auch mit dabei sein. Da werden wir einen Brasscode-Spezial machen, wo wir einfach mal außerhalb des normalen Terminplanes, für die, die es interessiert, prassen. Am Tag nach meinem Geburtstag werde ich nichts machen, das weiß ich jetzt schon. Und ja. Ich habe zu jedem wichtigen Thema einen Vortrag gemacht. Ich habe selbst die Akte Delles geschlossen. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Letztens meinte einer, ey, Falco, der ist doch unwichtig. Wieso hört ihr auf so einen? Weil ich Meister aller Klassen bin, Experte auf jedem Level, was es gibt. Also jedem kriegswichtigen Level. Alles andere ist mir ja eh Wurst, wenn es nicht wichtig ist. Also die Frage, muss ich aufstehen, ja oder nein? Und 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit meinem Team umgeschrieben. Das war jetzt nicht mal die Ami-Cuties. Ich und mein Team, wir sind die Ersten auf diesem Planeten, die das gesamte Internetwissen genutzt haben, nach meinem World Brain Prinzip. Und was dabei rauskam, ist pures Gold. Deswegen habe ich doch das World Brain erfunden. Denn alleine kriegt der keiner was hin. Aber wenn wir die Besten der Besten auf allen Bereichen zusammenschließen zu einer perfekten alchemistischen Suppe, dem perfekten Fußballteam, wo man auch mit Leuten, die man vielleicht nie mag, aber Alchemie bedeutet 100% Full Spectrum Dominanz. Das ist das, was viele nicht verstehen. Gut, ich komme eh mit jedem klar. Die meisten nur halt nicht mit mir. Das ist mir aber Latte, da ich als Diva anerkannt, und ich hatte es die verschiedene Veranstaltung gesagt, scheiß auf deine Eleganza, der Falco zieht die Massen. Genau so sieht's aus. Die Leute lieben den Hajo, also sie vergöttern mich. Ich weiß zwar nicht warum, ich pups schon die ganze Zeit und rülps, aber scheinbar, weiß. Ist aber vollkommen egal. 90% meiner Zuschauer waren panisch depressiv, als sie mich zum ersten Mal hörten. Seitdem haben sie 3 Jahre am Stück gelacht und ihnen geht's bestens. 90% meiner Zuschauer hatten schon aufgegeben. Die waren dem Selbstmord nahe. Bis ich kam und sagte, chillax, Digga, alles cool, chillax, vertrauen Sie mir. Wer reinquatscht, der kriegt aufs Maul und wurde geblockt. Wer einfach nur zuhörte, hat es seitdem nicht bereut und unterteilt sein Leben in die Zeit vor V und nach V. Denn die neue Zeitrechnung gilt so oder so. Dein Leben ist anders, seitdem du hier bist. Auf so vielen Ebenen.
denn 7,5 Milliarden Menschen sind in einer völlig anderen Welt und wir chillaxen hier ganz entspannt. Ich bin selbst überrascht, dass der Unfug, den ich hier treibe, auch noch funktioniert. Aber was muss, das muss halt irgendwie so. Ich weiß, dass ich es nie ohne mein Team hingekriegt habe. Speziell die 1000 Jahre Menschheitsgeschichte hätten niemals geklappt. Und das ist das Geile an meinem Worldbrain. Wenn Alderon, Andreas, Cassie und ich auf ein Bild gucken, hat jeder von uns einen anderen Gedankengang. Wir hauen die vier Gedankengänge ein und schon wieder blitzt bei jedem auf und schon wieder boom, 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 boom. That's the Worldbrain. Und mittlerweile hat sich das innere Team vom Worldbrain, sind zwar nur vier, aber das äußere Team vom Worldbrain, der zweite Ring, das sind jetzt schon 16 oder 17 in dem QD Research Club. Die dort nur drin sind aufgrund ihrer Leistung, weil sie es bewiesen haben, dass sie gierig und willig sind, was zu machen. Denn wie gesagt, ich verzichte gerne auf 100.000 Abonnenten. Mir reichen 20 oder 17, die richtig mitmachen. Als dass Tausende, die nur gucken und gucken. Das ist der kleine, aber feine Unterschied innerhalb des Qualitätslevels. 20.000 meiner Zuschauer sind komplett ausgebildet als Offiziere, als Prediger einer neuen Welt, die das Wort von V in die ganze Welt tragen. Das war das Grundprinzip. Ich gebe euch alles, was ich habe, kostenlos. Ihr nehmt es und verteilt es weiter kostenlos als Investition in die Zukunft. Dass uns der Pfad hierhin führt, hätte niemand gedacht. Ich meine, wir sind nur einem weißen Kaninchen gefolgt. Das Tag ein, Tag aus. Erklär das mal jemandem. Das habe ich ja auch in der Schweiz, in Chur, vor 1000 Leuten gesagt. Was ich Ihnen jetzt erzähle, klingt vielleicht etwas blöd, aber ich bin nur einem weißen Kaninchen gefolgt. Ich mache extra Videos in der Hoffnung, dass mir irgendjemand den Fehler in meiner Logik erklärt, aber es findet keiner einen Fehler und das ist das Verstörende daran. Das weiße Kaninchen hat uns bis hierhin geführt. Follow the white rabbit und du kommst in Deutschland raus. Bei der Quelle allen Wissens, beim Archivengel, beim Archangel, dem Archivangel, der alles Wissen hatte, über die Quellen und alles drum und dran, der Herz, der Harzengel und der Kaiser. 1000 Argumente für den Kaiser, 17 mal das Q in seiner Figur, der deutsche Kaiser und die Weiße Armee, das Fürstermovement und General Mannersheim. Das ist the way. Die 25.000 Ritter, die scheinbar, das muss man sich mal überlegen, die wichtigsten Orden und Logen auf diesem Planeten unterstehen alle diesem Überorden des Deutschritterordens und des Heiligen Grabes zu Jerusalem. Die wurden extra gegründet, um als Gegenstück gegen die Jesuiten zu agieren. Und die hören uns zu. Das ist so verstörend. Wir haben es auch erst vor einer Woche gemerkt, dass es 25.000 in 30 verschiedenen Ländern sind, die alle gemeinnützig agieren. Und Dornröschen sagt, nur der, der reinen Herzens ist, kann es finden. Alle anderen, die des Machtmissbrauchs verfallen, die werden es nicht finden. Und da Andreas, genauso wie Alter und Cassie und ich, vom Herzen her rein sind. Und deswegen sind sie auch in meinem Team, weil sie menschlich top sind, aber auch gewillt, was zu verändern. Die sind ganz normale Menschen wie du und ich von nebenan. Mit allen ihren Ecken und Kanten, was ich ja speziell täglich präsentiere. Als Gütesiegel. Denn kommst du auf V nicht klar und schreibst vor, wie er sein soll, bist du nicht Scheißdreck besser als Adolf Hitler und Merkel. Und dann ist es nur ein Schritt bis zum Atomkrieg gegen Russland. Weil wenn du mich schon nicht erträgst, so wie ich bin, wie willst du dann andere Menschen ertragen? Zu glauben, dass man selber die Schöpfungskrone ist und jedem erklären muss, wie man es besser macht. Okay. Ich gönne jedem seine Meinung. Ich sage immer nee. Ich muss nicht. Ich kann. Das ist wie mit einer Frau. Nichts muss, alles geht. Sie entscheidet, ob sie über die Schwelle zur Unvernunft zu mir ins Schlafzimmer geht. Na, ihr wisst, was ich meine. Der Rüpel, der hat niemals Liebe in seinem Leben empfunden. Dieser Autist, der muss Autist sein, anders kann man sich das nicht merken. Also, sorry, ich bin kein Autist, okay, Narzisst oder Psychopath und was nie alles kam. Ich bin Lude, Zuhälter und Ureinwohner. Okay, die Hälfte meiner Kumpels sind Hooligans und die andere Hälfte sind Drogendealer. Aber ich bin der Netteste und Liebste und Kleinste. Deswegen haben sie mich ja vorgeschickt. Nee, Quatsch. Ich bin ein guter Einfluss auf sie. Ich frage mich zwar warum, aber ich bin ein guter Einfluss auf sie, gelegentlich. Außer sie nerven. In einer Welt, wo aber nur Hooligans oder Opfer sind,
spricht man halt einen anderen Ton. Das verstehen die Hippie-Studenten mit Peace, Love und natürlich nicht. Für die ist ein Schnauzer, sonst gibt es eine geklatscht schon zu viel. Der ist aggressiv. Solche Leute wollen wir nicht in der neuen Welt. Wir bleiben lieber handzahm in der alten Welt und lassen uns töten, ohne Gegenwehr, und meckern über den, der uns hilft, den Berserker hier. An dem Tag, an dem sie verstehen, dass Berserker und Hippies im Einklang sind, also wenn das die Hippies verstehen, weil die Hippies brauchen die Berserker. Irgendeiner muss die Grenzen schützen. Irgendeiner muss die Drecksarbeit machen. Denn Online-Beta anlegen bringt dich nicht voran. Harte Arbeit, knallhart. Das ist the man. Und das haben halt viele noch nicht verstanden. Ich merke das immer mehr, wie sie doch alle Abiturienten, Studenten sind und alle doch dem Knicke verfallen. Und nee, der Falco ist Rüpel, also ist die Meldung auch schlecht. Weil der Postbote ist giftig, somit muss der Brief auch giftig sein. Postbote und Brief zu trennen, nein. Das kommt ja gar nicht erst auf den Tisch. Dann doch lieber jemanden, der uns schnieke belügt, im Anzug wie bei ARD, den mögen wir lieber, auch wenn er lügt. Aber das ist okay. Aber der Rüpel da, der die Wahrheit sagt, nee. Lieber der, der lügt, mit Anzug und Schnieke. Yeah. Ich finde es immer wieder faszinierend. Für mich ist alles ein Experiment, zu gucken, was passiert in dieser verstörenden, gestörten Welt. Ich meine, ich habe den Hippies damals mal gezeigt, wie man ein richtiges Feuer macht. Wenn jemand alle 3 Minuten aufsteht und das Feuer nachrichtet, dann hat er es nicht verstanden. Dann war er niemals Pfadfinder. Vor uns was mit dem Kumpel gequatscht, hat gemeint, er hätte sich mal vom Bahnhof bis zur Mensa gebocht. Mit ein paar Linken. Das sind 3 Kilometer, haben die sich am Stück gebucht. Am Ende lagen sie beide bei minus 10 Grad irgendwo in der Hecke. Ja, mei. Warst du noch nie in der Mensa drin, trinkst einen Wodka und klatscht das Glas auf und rennst in die Massen. Dann hast du noch nie richtig gefeiert und gelebt. Es gibt Leute, die gehen auf Party, um gut auszusehen. Wir gehen dorthin, um uns dreckig zu machen und zu schwitzen und dann nach Hause ins Bett zu fallen. Ich habe eine ganz andere Art und Weise, wie ich die Dinge angehe. Mit Zucht und mit Ordnung, aber mit Herz dabei. Denn die Moral ist der Kompass, der uns führt. Das merke ich bei so vielen, die so gesehen nur Handwerker sind und rechts. Aber die sind geistig wesentlich weiter und sind trotzdem spirituell. Die machen die Dinge unterbewusst. Die brauchen keinen Spirit-Anleiter erst. Die haben den moralischen Kompass im Herz, weil sie Ureinwohner sind. Mit Faust und mit Herz. Aber, was erzähle ich da? Viele wollen es halt einfach nicht verstehen. Oder einfach den Neid. Ja, man muss wirklich den Neidfaktor mit einberechnen. Das sieht man bei den Joppies speziell. Ich habe mit niemandem Probleme, außer mit den Leuten, die denken, sie wären die coolsten im Lande. Dann kam ich und die kotzen alle, weil ungeschminkt, ohne Muskeln, ohne Solarium, einfach so, unscheinbar. Und trotzdem, oho, das war schon immer so. Da kam letztens, wo waren das, vor 10 Jahren, kam einer an und sagt, du bist dumm. Da sage ich, okay, warum? Da sagt er, du bist blöd. Ich sage, nee, du hast gesagt, ich bin dumm, bleib beim Thema. Sagt er, bist wie eine Frau. Ich sage, du hast meine Ex auch gesagt, und? Da klatscht er mir eine. Ich sage, okay. Nimm sein Goldkettchen, dreh es rum, zerren auf den Boden, Knie in den Nacken rein, schreien, hey du Miststück, Alter, soll ich dich gleich hier vor allen ficken, oder bist du gleich aufs Maul? Fotze. Okay, dann war seine Goldkette gerissen, sein T-Shirt war kaputt. Ich hatte zwar ein blaues Auge, aber ich bin der Beender. Ich fange nie an. Aber wenn ich beende, dann kracht's. Habt ihr schon mal eine Schlägerei in der Wohnung gehabt, wo ihr den nur in die Richtung geschubst habt, wo gerade keine Möbeln sind, weil ihr ja zu Besuch irgendwo wart und nichts kaputt machen wollt? Bis es dann reichte und die einfach zu Boden, Knie in den Nacken rein, direkt auf den Hals drauf. Freundchen. Und dann nochmal einen Pups ins Gesicht rein. Das ist vielleicht jetzt nicht die feine, rosige Art. Aber meine Hände sind schon dreckig. Und ich habe damit kein Problem. Ich meine, wie oft haben wir uns rumgebucht? Wie oft haben wir, ich meine, wir sind Dynamo-Fans. Sag mal, ein Dynamo-Fan, der noch nie irgendwie eine Akte hatte. Ja, mei, passiert. Früher haben wir uns gegen Polen und Russen gebucht. Jetzt sind wir mit den Polen und Russen gemeinsam gegen die Neuen. Ist okay. In meiner Welt ist das vollkommen normal. Ich komme aus einer Diktatur, wo nur Schränke sind, die alle einen Kopf größer sind als ich. Oder auch Russen, die nicht diskutieren. Wenn du beim Russen Scheiße baust, kauf eine Flasche Wodka und geh zu ihm. Wenn er zu dir kommen muss, ist er schon mal von Grund auf genervt. Dann gibt's aufs Maul. Der Russe reißt in ihn den Kopf ab. Hab die Eier und geh hin. Und das ist der Unterschied.
mein Leben hier hat mich geprägt und hat mir Eier gegeben. Das ist das, was den meisten fehlt. Eier. Nicht solche kleinen Coronas von nebenan. Richtige, dicke Straußeneier, hätte ich besser gesagt. Und dann gehst du raus mit dem Ego und dem Selbstvertrauen und dem Wissen, dass man es besser weiß. Nur weil 15.000 Leute beim ersten Auftritt lachen, denken, was ist das für einer? Ein Sachse, der hat doch keinen Plan. Hör doch auf. Ja, gute Witze vergisst man nicht. Heute lacht keiner mehr. Heute ist bloß ein Surprise. Es gab nur eine Meinung in dieser Szene und die war falsch. Vor 3 Jahren. Ich habe eine zweite Meinung etabliert. Die zweite Meinung hat sich durchgesetzt. Ich habe eine zweite Szene aufgemacht, wo Leute wie Sunny, Hayo, Chachmert News, Global Change, Lion Media, Katrina Turner und. Die haben am Anfang alle mir zugeguckt. Die haben am Anfang mir alle zugeguckt, nehmen mir alle Arbeit ab. Global Change macht die Übersetzung, die ich früher noch Fuß gemacht habe. Schachmatt News macht das, den Teil von Spirit, den ich niemals machen könnte. Katina und Hayo sprechen Worte und Zielgruppen an, die ich niemals ansprechen könnte. Der Sunny macht das Tagesaktuelle mit Global Change, somit brauchst du nichts mehr, da muss ich es nicht mehr tun. Seitdem er das macht, habe ich mehr Zeit für Research von ganz anderen Dingen. Aber alle zusammen nennt man ja das Telekom-Kartell. Nee, es ist einfach nur V, das Schneeflöckchen-Weißröckchen-Prinzip. Ich habe ganz Deutschland in Schneeflocken aufgeteilt. Eine flache Struktur mit einem Ping in Schneeflöckchen-Style in jede Richtung. Zwischen 18 und 99 aus jeder politischen Richtung, aus jeder Stadt des Freundes, 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 Freund. Quer über das Ganze nett. Eine Filter-Shadow-Bubble-Bang. Das ist V. Über meinen Finger im Sitzen. Chillax. Dass alle in dieser alten Szene gegen mich sind und mich hassen, ist mir klar. Ich mache sie arbeitslos, ich mache sie pleite und ich lache sie aus für das, was sie sind. Controller. Denn bis auf Robert Stein und Peter Denk hat kein einziger dir Eier gehabt, mit mir zu reden. Selbst jetzt nicht. Die kennen alle meinen Namen und die hassen mich abgrundtief. Sie versuchen auch die coolsten Tricks. Sunny einladen und im selben Satz Sunny loben und mich dissen. Ja, ja nicht und so. Und das nur, weil ich Weltfrieden will. Und das ist doch verdächtig, nicht wahr? Da ist ein Sachse, der will Weltfrieden und wird ignoriert. Von den Panikmakern. Die dann irgendwann bei der Konferenz, wo ich ja nie rein darf, weil ich bin ja unkontrollierbar, während die ja kontrollierbar sind, in dieser Konferenz mit dem Titel Medien, ein wichtiger Teil, wo ich mir dachte, alter Schwede, Medien ist der entscheidende Parameterteil. Wenn du das Narrativ kontrollierst, dann kontrollierst du den Kopf. Wenn du den Kopf kontrollierst, kontrollierst du die nächste Aktion. Somit ist Kontrolle über das Narrativ pures Gold und pure Macht. Und diese Kontrolle und diese Macht liegt aktuell in meinem Finger. Denn ich habe das Narrativ Weltfrieden. Alle gucken zu mir. Wenn ich was sage, boom. Das ist pure Kontrolle, das ist pure Macht. Deswegen hassen mich auch alle. Weil ich weiß, wie ich mit diesem Ding umgehen kann. Ich kenne alle Tricks und alle Codes. Ich kenne alle Geheimdienstbücher. Ich kenne alle Taktiken von jedem Scheiß. Ich könnte euch jetzt eine napoleonische Taktik gegen die Preußen nennen, die man in Wien bei der Demo benutzen könnte. Aber das wäre für viele vielleicht zu viel. Warum ich das weiß? Weil ich keinen Bock habe, aufzustehen. Denn wenn der Krieg losbeginnt, muss ich aufstehen. Das sehe ich doch nie ein. Chillax, alles cool. Dieses Controlled Chaos. Das ist auch ein geiles Thema, was man machen müsste. Controlled Chaos and Created Realität. Also kontrollierte, kreierte Realität und kontrolliertes Chaos. Crisis Management und Time Management schlechthin. Created Reality und Controlled Chaos. Alles, was ihr kennt, ist Fake. Alles an Chaos wurde kreiert. Warum? Um den Schuldkult zu generieren. Denn die Globalistenbücher haben es doch gesagt. Somit habe ich das News Entertainment geprägt. Ich habe ein Medien-Imperium aufgebaut, was größer ist als der Springer Verlag mit Research, Übersetzung und allem drum und dran. Ich habe Full-Spektrum-Dominanz in ein neues Level gebracht. Ich habe jede Diskussion schon im Vorhinein gewonnen. Verschwörungstheorie, ich sage Google-Patent, gewonnen.
Wer sorgt das Glück ich nie? Hier ist das Buch, lies, gewonnen. Für jede Option, die kommt, 13 Gegenreaktionen sofort. Mit 72 GB Daten und alles. Über meinen Finger, über meinen Stuhl. Wer ist denn der Falco? Wer ist der unwichtig? Wieso hört ihr überhaupt auf so einen Spaß? Er hat noch nie Liebe empfunden in seinem Leben. Ja, ja, das ist ein Narzisst, der liebt sich selbst. Oder liebt sich nie, der liebt gar nichts. Wie so ein Unmensch, so ein, hat, was hat der von der Mutter, hat der eine gesagt. Das fand ich krass. Also an meine Mutter gehetzt hat. Oh. Normalerweise gibt es für sowas aufs Maul. Aber nee, ich nie. Ich bumse deine Mutter, werde dein Vater und dann gibt es das mal. Na, also ich sage immer wieder dazu, ihr müsst mich weder mögen, noch lieben, noch was auch immer. Aber ich bin der, der es hinkriegt. Ob es euch passt oder nicht. Ich habe das Monopol. Auf alles, selbst als Diva bin ich anerkannt. Denn wenn es hart auf hart kommt, fragen sie trotzdem wieder hier. Und gucken ab. Wie viele wollten euch gnostisch verarschen? Wie viele wie Into the Light wollten euch ihr Thema aufpressen auf ein Thema, was gar nicht mit dem Thema zu tun hatte? Wie viele erzählen mir, ja, Q ist über, das ist übernatürlich und bla bla bla. Aha, okay, der deutsche Kaiser ist übernatürlich, okay. Ja. Und die Tataren und hin und her. Ach, du meinst die russischen Arier. Russische Arier als Atlantis mit den deutschen Ariern. Nicht Tatarien, Ariern. Ich habe die Kuba-Krise umgeschrieben. Ich habe den Zionismus 100 Jahre eher datiert. Ich habe Dallas vollendet. Ich habe die gesamte Escape zu Lateinamerika und, und. Ich habe 1000 Jahre Menschheitsgeschichte umgeschrieben und Terrormanagement analysiert. Ich habe selbst den weiblichen Orgasmus gefunden und den neuen V-Punkt generiert. Ich weiß zwar noch nicht, wo er ist, aber ich werde ihn irgendwann mal finden. Der Weg ist doch das Ziel. Ich habe das World Brain gegründet. Und der Andreas macht meine Globalisten-Books. Ohne zu diskutieren, ohne rumzuzicken. Er macht es einfach. Ja? Und alles nach dem Open Source Everything Prinzip. Ich hau alles raus, kostenlos. Und ich gucke, was zurückgepinkt kommt. Und es kam ein Alderaan, der plötzlich von Runen in normale Buchstaben rumprassen kann. Wir haben jetzt mittlerweile ein 11-jähriges Brasstalent. Wir haben alles an Wissen, was da draußen auf diesem Planeten ist. Konzentriert, umgebaut, auf Deutsch umgesetzt, für alle verfügbar gemacht. Wir haben ein Netflix an Schufa-Wissen. Wir haben auf jedem Parameter, egal ob männlich oder weiblich, tagesaktuell, historisch, Reports, Dokumentation, außen bis hin zu alles. Alles, alles, alles. Eine Lüge in 10 Minuten zerstören, kein Problem. Ein Ping von mir und boom. Sie brauchen eine Woche, um die Lüge zu generieren. Ich brauche 10 Minuten, um sie zu zerstören. Das ist hybrider Krieg auf 5D. Blitzkrieg, wie ich es nenne. Im Sitzen. Schalomski. Das können sich viele nicht vorstellen, dass ich, bevor alles begann, mich 4 Jahre lang darauf vorbereitet habe. Weil ich wusste, es geht hier los. Und wenn es losgeht, muss ich bereit sein. Ich habe insgesamt 8 Jahre meines Lebens verschwendet. Niemanden gesehen, niemanden getroffen. Einfach nur. Weil ich wusste, es geht los. Und bis dahin hat eh alles keinen Sinn. Selbst Frauenbumsen war für mich egal. Wieso anstrengend? Ist da eh bald Atomkrieg. Von daher ist es für mich die Genugtuung, dass ich jetzt bis Jahresende ausgebucht bin und die Leute das, was ich gebracht habe, auch als Leistung anerkennen. Jedenfalls im Osten. Im Westen bin ich der Rüpel, der nie was von Knigge gehört hat. Aber Knigge war doch ein Illuminaten, hat Kinder gefressen. Aber das ist egal. Knigge führt zu eurem Ende. Ihr lasst euch mit Knigge verderben, weil ihr nicht Anti-Knigge sein wollt und somit lasst ihr euch lieber versklaven. Das ist egal. Du bist Rüpel, hat man gesagt. Das Schlimme ist, kaum treffen sie mich in live und in real, sagen sie, oh, ist der süß. Du bist doch gar nicht so wie in deiner Sendung. Sei doch mehr so. Ich so, nee. Ich muss doch männlich rüberkommen. Ja, es hätte nicht funktioniert, wäre ich so, wie ich bin. Ich müsste männlich dominant, Beispiel, wir kommen in den Raum, 6 Leute quatschen. Du hörst erstmal auf den Tisch und schreist einen an, somit sind 5 eingeschüchtert und der eine heult. Sofort ist Ruhe, sofort bist du Chef. Alle haben es kapiert. Du könntest natürlich auch um Ruhe bitten. Nee, der hat zuerst aufmuckt, bam.
alle anderen eingeschüchtert, geht los. Niemand muss. Jeder kann. Aber wenn du mitspielst, geht es nach meinen Regeln, so wie ich das will, ob es dir passt oder nicht. Wenn nicht, da ist die Tür. Denn ich habe vorher alles, was alle anderen falsch gemacht haben, berechnet und rausgerechnet. Alles, was ich tue, tue ich exakt nach dem Schema, weil die es falsch gemacht haben, mache ich so. Sei doch mal so und so, dann könntest du viel mehr Leute erreichen. Gib doch mal jemandem das Recht zu reden. Ja, ja, genau. Und Demokratie, wir haben alle das Recht zu reden. Und in einer Gruppe gelten die Gesetze für alle und bla. Okay, tschüss, ich bin raus. Deine Gruppe, deine Regeln, gut, ich bin raus. Ich bin nirgendwo drin, aber überall gleichzeitig drin. Keine Verbindung führt zu mir irgendwo anders hin, aber trotzdem steckt mein Fuß überall mit drin. Das ist das Mafia-Prinzip, was auch der Pate nutzt, aber auch die Jesuiten bis zu den Nazis bis zum Vatikan. Das System ist perfekt. Die Ersten wissen nie, was die Zweiten wissen nie, was die Dritten machen, der Dritte kennt höchstens den vierten Chef. Ganz einfaches Prinzip. Nur als Schneeflöckchen-Style, wabentechnisch übers ganze Land. Ich habe meinen eigenen Geheimdienst, mein Medienimperium und Think Tank und. Hätte mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich schon ausgelacht. Aber jetzt sind wir hier. Und ich habe Hunger, ich bin hammer, 19 Uhr. Was esse ich jetzt? Kein Plan. Ich muss die ganzen Bilder noch runterladen, die wichtig sind. Das Pentagon Brain versus the World Brain. Ich habe jeden Angstporno der letzten 2 Jahre schon im Keim erstickt. Durch die zweite Meinung, die ich etablierte, konnte es gar nicht erst zum Panikporno kommen. Ich habe den Zionisten und den Illuminaten regelmäßig die falschen Codes geschickt und dem Teufel ins Gesicht gelogen. Und ich fand's geil. Was stehen so auch auf Zahlencodes? 33, ja genau, 33. Ja, hier noch eine 33. Und noch eine 33. Selbst schuld, was stehst du doch auf Zahlen? Boom. So, das. Ah, Rückzug zur Hölle, wir sind doch gerade aus gekommen. Das ist auch ein geiler Thema. Rückzug zur Hölle und die Controlled Demolition Man. Not Trump ist der Controlled Demolition Man. Dann brauchen wir noch immer 911 für den Kaiser und wir brauchen den 11.8.20 und den 11.8.21
WK2 Over und Dampfer Wilhelm Jack. Und hätten wir den 29.08.20 und den 29.08.21 Altmaier Auszug plus 17.000 Cuties plus Kennedy in Berlin führten automatisch ein Jahr später zum Friedensvertrag und zum Weltfrieden plus Religionsfrieden und und. Germany lose the fight against me. Germany lose fight against Q oder V und sein Team. Plus das Sturmtief Figo, das kam, glaube ich, am 12.12.19, wird dann am 12.12.20 die Army ausrückte und es endet am 9.9.21, weil ja am 9.9.20 goes global, das Q. Und hier sind 100 Jahre Ende Corona. Es begann mit V, es endet mit V, 911 Kaiser plus 911 Pentagon plus 911 NWO-Sprache plus 911 2001, 2011 und 2021. Julio. Dazu kommen noch200 Jahre Frankenstein sowie Hasidic sowie Rothschild sowie Dachschaden in UK, 200 Jahre Revolution, 1820 war Oxford, Takeover, 1773 verbot man die Jesuiten, 1776 kamen die Illuminaten, 1777 kam der Tuntenverein Rosenheim und dann kam 43 Jahre später Übernahme von Oxford, weil 1814 Byrne White House hat nicht geklappt, deswegen hat man dann ab 1820 einen anderen Weg gewählt und 1850, 1871, 1850 kam die Pariser Kommune mit Pädophilie, 1871 war Kaiser makes the world free, 1971 kam Vatikan II plus Reset und 50 Jahre später ist gleich Game Over. Wir hatten im Sudan, nee Quatsch, das war in, doch Nordsudan, 1000 Jahre alte Schriften. Wir hatten die Wikinger nach 1000 Jahren. Wir hatten die Rosenstock nach 1000 Jahren. Wir hatten 1000 Briefe der Kaiserin und nach 1000 Jahren kommt Königin Edith nach Magdeburg. Wir hatten eine Sphinx plus Runen, was der Ursprung der Plexus und wir hatten die Rune als Ursprung der Whites. Alle islamischen Dinger, also der Jude, der Moslem, der Christ und der Ortho, gehen alle auf Abraham und der kam aus Gera,
Jerusalem ist in Jena die Saale, dort ist das Paradies. Das Alte Testament plus das Neue in Kombination, das Alte Testament König Solomon und Saba, das Neue mit Weihrauch aus Äthiopien. Atopia mit U und H ist das Utopia. Ja, mal Weihrauch plus Myrrhe, was dann automatisch zum Neuen Testament und zu Jesus führt. Der führt wieder zum Mord am Kreuz vor 1000 Jahren, was dann zu Ost- und Westrom führte, zur Spaltung, die aber endete in Kuba, als an 911 der Blitz in Mekka einschloss und die Papst plus Kyrill nach 1000 Jahren trafen, um dann dieses Ding mit der schwarzen Erde drunter zu fahren nach Atlantis, irgendwie so. Was hat man noch? Ach so. 1000 Jahre Inka plus Maya, 1000 Jahre Schifffahrt, ein Saudi-Boot mit 1000 Jahre alt, ein neuer Mensch, der Drachenmensch, den Siegfried erschlug, wurde gefunden. Das heißt automatisch alles aus Egypt plus Babylon ist falsch. Proof by V, denn der Löwe kommt aus Äthiopien und nicht aus Babylonien. Check, check. So, das war der Endsieg, das war der 16. Juli. 16. Juni, Juli, 16.07.21. Poro pri poro. Motu pri proponi, wie ist das? Motu pro prio. Endgültig. Endsieg. So. Dreißigster Vierter. Raumzeitkontinuum, ne? Explodiert. Kontinuum. Und dreiundzwanzigster Vierter. Das Q-Fieber. Dann hatten wir 75 Jahre Nürnberg Delta plus Saal 600 plus die BBC-Veröffentlichung. Erdbeben in Wien, langweilig, City of London, leer. Schachmatt, Pompeo, Impfen verschoben. 22 Pharaonen wurden am 4.4. beerdigt. Wann war denn der Papst am Niederknien? Die Medici sind zurück, Promoni. Merkel spricht von neuer Pandemie. Evergreen in den da. Das Schwert des Erzengels, Promoni.
1.5. Zion Free Israel und die und das Delta zu den Illuminatengründungen. Konstantins Finger ist am 30.04. der Finger von Konstantin. Plus 400 Jahre Hexenverbrennung sind auch vorbei. Oh, ich google's gleich. Das Schulschiff der Deutschen ist wieder in ruhigen Gewässern. Rothschild sendet Pythons, bei Monet. Ah. Q-Fieber, Delta 00000, US Army macht Übung, Nürnberg Rauch, Chaos, Boom, 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 Boom. So. Wo ist denn jetzt diese Scheiß-Gedings? Merkel steht in Trümmern. Ich müsste mal tippen. Siebter Dritter war es. Am 7.3. Papst kniet vor King Cyrus in Mosul. So, dann brauchen wir noch was brauchen wir noch? Am 17.12. ging es los. 17.12.20 ist Saal 600 und das große Q-Project begann. Am 2.6. Und BBC release die Dings auf Nürnberg.
Ayamos. 75 Jahre Delta war am 5.8. Gut. Am 20. August 20 wurden die Protokolle von Zion. 20.8.20 wurden die Protokolle von Zion bestätigt. So, das silberne Schiff des Kaisers.
So, Humboldt. Universität eröffnen.
Pre-Islamic. Alt-Südarabische Schrift, okay.
Gut, jetzt müssen wir das erstmal abgeschlossen haben. Ja, dann das Ding auslöst, weil wir immer angreifen. Yeah.
So sollte das eigentlich nicht klingen. Ich muss immer ein paar Dinge rauslöschen, die komplett mir nicht gefallen. Und das mal speichern.
Thank you.
Kein Bock mehr. Speicher und Dings. Bums. Wie spät haben wir es jetzt? 21:12. Gut. Also, meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Für raus. Klamotten habe ich jetzt auch wieder. Jetzt habe ich bis Sonntag Freizeit. Bis später.